So, zurück zum Eigentlichen. Und zwar zur Filmbearbeitung, des Post-Processing, dem Schnitt und noch ein paar Feinheiten. Ich habe hier ein Template für das gewisse Let's Play hier offen und werde jetzt die nötigen Dateien hier rüberschieben. So, die hat er jetzt drin. Ich wollte jetzt nicht hören. Ich weiß, wie das aussieht, wie sich anfühlt. So, das ist die Filmdatei. Das ist die Audiodatei. So, das ist ein Template, das möchte ich einsetzen. Das habe ich mal neu programmiert. Das heißt, programmiert mal eben. Es ist so eine Filterkombination, die wird später eingesetzt. Weil die möchte ich ganz gerne, jetzt nicht in der Form, sondern die möchte ich ganz gerne mit den Werten, die ich hier drin habe, benutzen. Und jetzt setzen wir mal den Film hin. Das ist im Grunde genommen ihn hier. Den setze ich dahinter. Also die ganze Filmgeschichte. So, gehen wir da zum Anfang hin. Sperre diese Spur, sperre diese Spur. So, die schneide ich mal aus. So, die nach vorne. Dann füge ich ein. Genau, dann haben wir ja schon auch bis zum Ende. Kann man hier sehen. Dieser kleine Abspann. Was ich das gemacht habe, und ganz nach vorne fängt sozusagen hier Odyssey an. Die machen wir aus. Na. So, wenn ich dann hier hingehe, dann seht ihr mich da links unten. Und ja, dann kommt der Schnitt, gucke ich mir alles an, und das machen wir jetzt mal im Schnelldurchlauf, wie ich hier so arbeite. Wir müssen natürlich auch noch die Audiodatei hinzufügen. So, das ist die hier, das ist eine Audiospur. Diese verbesserte Audiodatei kommt in die Audiospur hinein. Achso, geht da gar nicht, weil ich hier auf Schloss gemacht habe, ich Dummkopf. So, jetzt rein. So, und dann gehen wir wieder jetzt nach vorne hin. So, das muss natürlich absolut deckungsgleich sein, und die Video Datei und die Audiodatei bzw. Videospur und die Audiospur, die dann geschnitten werden müssen, natürlich haargenau auf dem Milli-SMTE, also auf die Millisekunde stimmen. Hier ist es auch schlüssig, perfekt. So, kommen wir zum Schnitt, den machen wir jetzt mal ganz locker im Schnelldurchlauf. So, das ist jetzt der letzte Zug gewesen. Ich wollte noch mal gucken, ob ich irgendwelche
Ideen habe. Ah, da war noch was. Und zwar war hier noch das Ganze bei dem Ausblenden ein Häkchen zu setzen. Da wird es nicht schwarz. Wird es nämlich gleichmäßig nach hinten geballert. Ja, das ist so ein Effekt. Da habe ich mir gedacht, ach, das machst du mal ein bisschen in groß. Ich hatte es auch noch irgendwo mittendrin machen wollen. Da habe ich gesagt, nee, das stört noch mehr. Ja, gut, okay. Dann guck mal hin. Eine Sekunde lassen wir ausblenden. Lassen wir ihn da hinten noch mal rumwodeln. Ja, dann mit was ich das gemacht habe. Ja, somit ist das jetzt erstmal im Post-Processing erledigt. Ja, und dann werden wir es rendern bzw. exportieren. Immer schön Save Early, Save Often beherzigen. So, jetzt kommen natürlich wieder die Streitfrage, mit was für einem Codec macht das? Ja, ich mache das mit dem Nvidia eigenen Codec. Der geht sauschnell. Dann mache ich konstante Bitrate und zwar mit 6M. Weiß nicht, ob das zu hoch ist. Sodele, Audio brauchen wir auch nicht so viel, so high-end-mäßig. Und ich habe in 128K aufgenommen, brauche ich also auch nicht so dolle verbessern. Ja, Datei exportieren. Und das werden wir dann tun. Und hier rechts werden wir gleich sehen, den Fortschritt und wie lange es dauert. Ja, und bis hierhin wünsche ich euch noch viel Spaß bei weiteren Let's Plays oder vielleicht sogar bei meinen Let's Plays. Schreibt einen Kommentar, mit welchen Programmen ihr überhaupt schneidet und gebt mir einen Daumen. Macht's gut. Tschüss.